Moin moin meine Freunde, willkommen zurück auf dem Kanal mit einem neuen Spiel. Echo Generations oder Generation. Es ist ein rundenbasiertes Abenteuerspiel, was von einer Gruppe Kinder handelt, die paranormale Aktivitäten verfolgt. Ich bin gespannt, worum es da wirklich geht. Der Grafikstil haut mich um, es ist ein bisschen Voxel-Grafik, also Pixel in groß. Ja, fangen wir doch mal an. Bin gespannt. Nehmen wir mal die Option kurz. Das Ganze für die Xbox natürlich. Und die Musik können wir ein bisschen runterschrauben. Die Soundeffekte auch noch ein bisschen runter. Und die Dialoge machen wir ein bisschen höher. So. Dann fangen wir mal an. Anscheinend nur auf Englisch das Spiel. Schauen wir mal. Zur Not muss ich übersetzen, ne? Geht ja auch. Wer wollen wir denn sein? Die sehen ja alle ganz heiß aus. Ich finde den ja recht cool und lässig. Den nehmen wir. So, einen Namen braucht er. Aha. Huh. Zack. So, kriegt einen schönen Namen. Hier vermisse ich ja immer das Touchscreen von der Switch. Na gut. Oh, komm, kannst du bewegen. Okay. Hello, my name is Gabi. So, was ist das denn hier? Oh, mal Geld gefunden hier. Das war mir schon schnell eingeblendet, oder? Ich konnte es gar nicht lesen, was da stand. Pick up a cassette to listen to songs on any tape player. Achso, wir können eine Kassette in jedes Gerät reinpacken. Wir haben bloß keine Kassetten, deswegen können wir nichts hören. Banzilla Poster, okay. Ja. Do you wish to sleep? Nein, wir wollen jetzt nicht schlafen. Wir gehen mal unseren Computer ran. Mail Monster, Alien Skin, Mail Monster. Hey, willst du morgen ein bisschen Dungeons & Dragons spielen? Anscheinend nicht. Hallo Freunde, es war ein hektischer Sommer hier in unserem Shop. Okay, wir haben bald keine Folgen mehr von Hockey Heroes oder SheWorld. Also kommt bloß vorbei und kauft sie euch. Okay, alles nicht so richtig. Wer schreibt da? Will? Bist du immer noch hoch? Einige von uns planen Dungeons & Dragons später in der Woche. Okay. Hallo, liebe Studenten. Seid ihr gewappnet für das nächste Schuljahr? Ja, folgt bitte den Richtlinien bei unserer Schule, die ich angehängt habe. Der Direktor, ne? So. Oh, von der Mutti. Oh, du hast morgen einen Zahnarzttermin. Denk dran. Denk dran, nicht zu vergessen. Denk dran, nicht zu vergessen, ist auch geil, ne? So, okay, was ist das hier? Alien Skin Eater Script. Achso, wir schreiben hier gerade ein Drehbuch anscheinend. Gut. Dann lass mal gucken, was wir machen können. Oh, hier. Hockey Heroes, okay. Das ist das, was wir also cool finden. Also die Grafik ist aber phänomenal. Los, hab Spaß mit deiner Schwester. Okay. Wirklich, sie ist außer Kontrolle. Bekommen sie raus, bevor dieser bescheuerte Cartoon zu Ende ist. Aber es sind Rascal und Roski. Das ist eine wirklich lehrreiche Show. Zwei Eichhörnchen, die sich gegenseitig hauen bzw. schlagen, ist nicht lehrreich. Aber sie hat's doch gut. Plus, ich habe echt zu tun heute. Okay, wenn du das Haus ohne sie verlässt, kannst du den Rest des Sommers vergessen. Okay, ich guck mal, was ich machen kann. Okay. Oh Gott, die sieht aus wie Chucky in Mädchenhaft, oder? Hallo Chucky. Hier liegt eine Kassette. Alien Skinny, der Soundtrack. Cool. Reden wir mit ihr. Hey, der Schanzen. Nicht? Möchtest du heute mit mir zusammen abhängen? Nur wenn du mir etwas bringst, womit ich mein Zimmer dekorieren kann. Wie wäre es mit so einem Straßenhütchen? Kennt ihr diese Straßenhütchen?
Diese orange-weißen? Genau, so einen will ich haben. Okay, das krieg ich hin. Okay, aber... Kann ich einfach rausgehen? Gucken wir, ob wir so einen Straßenhüter finden irgendwo. Nur Müll. Das sieht phänomenal cool aus, das Spiel, muss ich zugeben. Eine Juicebox, okay. Kriegen wir ein bisschen Leben durch. Was sagt ein Hund zu uns? Wuff! Achso, ich darf ihn nicht streicheln, weil er ein bisschen schüchtern ist. Ich komme öfters vorbei. Ich habe ein kurzer Gedächtnis. Ich glaube nicht, dass ich dich erkennen würde, zurückkommst. Was ist, wenn ich dir meinen Namen sage? Ich bin doch nur ein einfacher Hund. Mein Name ist nicht so kompliziert. Er lautet der Schansen. Ich kann mich vielleicht dran erinnern. Der Schansen. Wenn du mir Knochen bringst von Friedhof, dann lasse ich dich mich streicheln. Ein Knochen? Ich glaube nicht, dass du den essen solltest. Es ist aber so ein leichter Crunch drin in menschlichen Knochen. Ich weiß nicht, ob ich dich noch weiter streicheln möchte. Hier liegt ein Apfel. Nimm mit. Hey! Zurück! Yeah, wer bist du denn überhaupt? Hast du überhaupt die Erlaubnis, dir längst zu gehen? Kann ich bitte vorbei? Oh, ganz schön temperamentvoll dieser hier. Der sucht wohl Ärger. Geh zurück, Freundchen. Du gehörst hier nicht her. Ich kann es mit euch aufnehmen. Aha, 3 gegen 1. Ha! Achso, du brauchst erst ein paar Freunde, bevor du gegen uns kämpfen kannst. Ja, yeah. Sonst wäre der Kampf für uns zu leicht. Okay, dann finde ich halt welche. Ein großer, hoher, tougher Typ wäre am besten. Nicht so ein Low-Level-NPC. Haha, der Typ hat keine Freude. Wir sind sicher. Das war jetzt unnötig. Oh, ich bin nicht. I'm not sorry. Ich bin nicht. Was hat das denn gesagt? I'm not sorry. Es tut mir nicht leid, so. Okay, da können wir nicht längst. Da brauchen wir erst jemanden. Sollen wir gucken, was die Omi sagt hier? Mr. Miyagi? Hey, Oma Mabel. Hallo, Schansen. Möchtest du einen Keks? Frisch gebacken. Klar. Oh, kriegen wir alles zurück. Mamas alter Auto, altes Auto. Mein Vater hat es gewöhnlich repariert, aber er ist schon seit langem nicht mehr hier. Was genau mein Vater ist, wissen wir natürlich nicht. Missing, have you seen this boy? Okay. Anscheinend verschwunden. Kann es aber egal sein. Das ist ein Stoppzeichen. Wir brauchen da aber was anderes. Oh, das ist schon wieder so ein... Wieder HP. Aber hier, guck mal, hier ist doch wieder so ein Typ. Können wir ihm helfen? Oder gehört er mit zur Gang? Was? Wer ist da? Suchst du nach Ärger? Oh. Okay, gucken wir mal nach, was wir haben hier. Basic Punch. Ein Bodycheck. Kriegt einfach einen dicken Schlag von mir. Oh. Ich muss da aufdrücken, okay. Ah, ich bin zu spät gewesen. Okay, oh, das ist gar nicht so leicht. Yes, perfekt. Too late, was muss ich machen? Kriegt noch einen Schlag von mir. Ah, Alter, ist das schwierig. Wir sind gleich K.O., warte mal. Was nehmen wir? Ich hab doch aufgepasst diesmal. Kriegst einen Bodycheck von mir mal. Oh. Das war kein guter Bodycheck. Okay, müssen wir das nehmen hier. Krass, was für ein gerade harter Kampf hier gegen den. Ja, gib mir mal einen Apfel. Too early, okay. Gut. Ich will den Bodycheck nochmal probieren.
Jetzt, perfekt. Boom. Dämliches Eichhörnchen. Oder Waschbär ist es, ne? Super cool. Okay, gehen wir weiter. Hier, was hörst du denn? Hä? Will, was machst du? Hey, Schansen. Ich muss noch ein paar Sachen für Mama erledigen. Was machst du? Ich suche nach Arius. Hast du ihn gesehen? Nein. Aber vielleicht weiß dein Butler es. Danke, ich frag ihn. Ganz nebenbei. Hast du die Explosion am Kornfeld gesehen? Letzte Nacht? Ich habe ein bisschen davon gesehen, als ich oben auf dem Dach gechillt habe. Könnte ein Experiment mit TNT oder sowas gewesen sein. Genauso wie die Invasion von Banzilla. Muss das Ende der Welt sein, Mr. President. Die Zeit läuft uns davon. Die Zeit ist alles, was wir haben. Haha, nice. Wie geht's weiter mit deinem Skript? Ein paar Seiten sind da noch. Aber ich suche nach einem guten Ende. Und eine Liebesgeschichte? Es ist ein Action-Horror-Science-Fiction-Bonanza-Film. Also... Aber eine Liebesgeschichte gut fürs Drama sein. Ich muss mir ein bisschen mehr Recherche machen. Um das Genre richtig zu verstehen. Hast du irgendjemand im Kopf für den Part? Da ist... Nein, niemand. Ich kann dir ein bisschen helfen. Also theoretisch natürlich. Deal. Wann soll man anfangen? Wenn du mir... Vielleicht kommst du morgen zu mir downtown. Und dann haben wir so eine Art Research-Date. Invitation angenommen. Du musst den Bus nehmen. Ich habe irgendwo auch einen Buspass gesehen. Ja, gib mir mal einen Buspass. Das wäre super. Bei Mr. Markus in der Garage liegt ein Buspass rum. Cool, ich guck mal an, ob ich ein Ticket finde. Viel Glück. Okay. Mr. Markus, muss mal gucken, wer das ist. Okay, zu Fuß kann ich hin. Also wir müssen uns erstmal jetzt mal so ein Straßending da finden. Das ist ein Vogel. Ein Vogel rein. Cheep, cheep. Okay. Gucken wir da links. Ach, guck mal, hier geht's auch weiter. Das klärt sich so langsam auf. Da sitzt ein Baby. Welches Baby ist das denn? Hallo, Baby. Agadaga. Kann ich das Comicbuch da haben? Na. No. Er braucht bestimmt irgendwas anderes von uns. Da. Boah. Kann ich diesen, dieses Straßenhütchen haben? No. Es folgt nicht dem üblichen Prozedere. Prozedere? Das Prozedere des liegenden Stadtequipment. Genau, so ein Straßenhütchen hilft dabei, damit der Verkehr ordentlich fließt und nicht irgendwo ein Unfall geschieht. Ich kann darauf aufpassen und bring's nachher zurück zum Bürgermeister. Ich habe schon die Autoritäten verständigt. Und du bist kein designierter Offizieller von der Stadt. Okay, kriegen wir also nicht. Den Boy haben wir auch nicht gesehen. Okay, wir brauchen also noch einen Knochen für den blöden Köter vielleicht. Okay, ja, das ist nur so ein... Wie heißt denn das Ding nochmal? Wie heißt denn das Ding nochmal auf Deutsch hier? Boah, die fällt mir gerade nicht ein. Na? Ein Getreidehaus wollte ich gerade sagen. Nee, wie heißt das? Ein Treibhaus, Mann. So. Was hier? Müll ist denn? Nur ein bisschen Müll. Guck mal, er kriegt Strom durch Solar, was natürlich gut ist. Das sind aber viele Solarpanels. Ich frage mich, wofür sie all die Energie brauchen. Oh, noch so ein Waschbär. Vielleicht sollte man den nicht angreifen gleich. Da liegt aber irgendwas Cooles drin, glaube ich. Guck mal, ob hier irgendwas finde. Ist ein cooler Spielplatz. Ein Truck. Wir sammeln mal alles ein, was wir finden, so. 75 Cent. Da ist Blut an der Seite vom Gefrierschrank.
Kühlschrank, ne? Mom's Coffee, 20%. Was ist das? Das ist eins von diesen... Links die vielen... Oh, komm da rein. Darf ich einfach reingehen? Oh, das sind ja gruselige Puppen. Hey, what are you doing in my house? Okay, passiert nichts weiter. Gut, aber lass mal mit ihm hier reden. Da ist irgendwas in der Mülltonne drin, was wir gebrauchen können, glaube ich. Hey, you, stay back. Da ist ein alter Fisch drin, den will ich haben. Kampf! Ich hoffe, wir besetzen das Spiel nochmal auf Deutsch. Das wäre auch ziemlich cool. Okay, wir sind als erstes dran. Geblockt. Ah, Mist. Hier ist ein Bodycheck von mir. Boom! Nein, gerade zu spät. Ah. Aber ich glaube, wir können ihn platt machen jetzt, ne? Hoffe ich zumindest. Versuchen wir mal. So. Wir brauchen ein bisschen Leben gleich mal wieder. Und wir haben Kohle bekommen von dem. Oh, Level 2. Unser Leben, unsere Stärke und unseren Skill. Also mal gucken, was das macht. Das Leben würden wir 5 zusätzliche Punkte bekommen, okay. Was ist hier? Okay, wir könnten hier ein bisschen mehr Kraft, also ein bisschen mehr schlagen. Ich glaube, das ist das Beste. Super, sind wir stärker. So, lass mal gucken, was hier drin ist. Nehmen wir den Fisch mit. Just a smelly old fish. Oh. Nervige kleinen Kinder. Hört auf, in meinem Müll rumzuwühlen. Okay. Dann ist abgeschlossen, der Müll. Na gut. Gut, wir haben es noch bekommen. Wir sind ja aufgestiegen. Haben wir denn unser ganzes Leben wieder bekommen? Kann ich es irgendwo sehen? Kann ich irgendwo sehen, mein Leben? Anscheinend nicht, ne? Doch, Leben ist wieder voll, okay. Sehr gut. Also hier im Garten haben wir jetzt schon ein paar Sachen geklaut. Guck mal, weiter. Hier geht's gar nicht weiter, okay. Sollen wir mit der Schaufel noch irgendwas machen? Da. Hm, ein Erdhügel. Das ist ja nicht, ne? Gut. Ich will nicht behaupten, dass ich super gut Englisch kann. Deswegen, wenn ihr meint, übersetzt ein paar Sachen falsch. Ich übersetze ein bisschen frei. Also ich hoffe, es müsste eigentlich immer alles passen vom Ding her. Vom Verständnis her müsste es aber passen. Also alles andere weiß ich jetzt auch nicht. Gut, komm reingehen. Was ist er denn? Oh nein, wir wollen den Busticket haben, aber er braucht es. Aber es liegt auf dem Boden. So habe ich meine Ordnung, so verstaue ich die Sachen. Alles hier in der Garage ist ein Teil von meinem Organisationssystem. Nicht alles auf dem Boden liegt, ist nutzlos. Genauso wie du nicht. Stimmt. Bring mir ein bisschen Schrottmetall und wir können tauschen. Okay. Okay, das Ganze wird echt ein mega Tauschmanöver hier. Aber das können wir ja machen. So, dann gehen wir weiter. Wir ein bisschen Schrottmetall finden. Er will Metall haben, okay. Können wir ihm Hund vorbeigehen? Können wir vorbeigehen? Wir fragen mal den Butler, wo der andere Typ ist. Hallo, Schansen! Ich glaube, Arius verbringt seine Zeit im Baumhaus. Ah, danke. Es ist mir ein Vergnügen, Schansen. Oh, jetzt mein Auto. Dieser parkt nicht richtig. What? Ach, guck mal. Er parkt ja wirklich nicht richtig. Ich muss die Autorität rufen. Halt es ein Auge.
Das kann dauern, bis der Typ zurückkommt. So, wir holen uns einmal kurz das Brötchen hier. Gut, und dann holen wir uns auch schnell dieses Ding da hinten. Und das können wir ja zu unserer kleinen Schwester bringen. Yes. Gucken, was sie uns gibt. Wir tauschen uns direkt mal. Vielleicht finden wir noch ein paar mehr Sachen. Oh, hier ist ein Schulbus. Können wir da rein? Nee. Ich kann aber auch nicht schnell laufen. Also, ist ja recht gechillt, ne? Doch, da, ich kann laufen. Ein bisschen gechillt ist das schon. Das macht auch nichts, ne? Gehen wir mal rein. So, pass auf, hier. Hey, kann ich dieses Verkehrshütchen haben? Klar! Ja, yeah, lass uns los! Lilly, geh mit. Können wir das Fernsehding ausmachen? Oder können wir uns angucken? Das machen sie in jeder Episode. Ich kann verstehen, warum es Mama verrückt macht. Sollen wir die noch reden? Ah, schaut euch beide an. Ihr seht so schön und süß zusammen aus, wenn ihr zusammen spielt. Wir können immer noch eine Familie sein. Mama, wovon redest du? Nicht miteinander streiten, oder? Ich weiß, dass ihr beide euch liebt. Also, wenn sie mich nicht wieder mit dem Küchenmesser angreift, ist alles okay. Mom, das stimmt nicht. Du wusstest nicht, dass es wirklich richtige Messer waren. Kann ich sie haben? Mom, wett diese ganzen verrückten technischen Sachen aus, mit denen man schneiden kann. Sonst killt sie mich irgendwann. Ich habe sie gerade rausgeschickt zum Schärfen. Bis dahin essen wir Kelloggs und Kartoffeln. Hast du gesehen, Lilly, was du getan hast? Ich mag Korn. Ich muss mich bereit machen. Ich muss heute nach Downtown gehen. Ich bin aber vor dem Abendessen zurück. Ich brauche eure Hilfe. Ja, Mom. So, ein bisschen Geld. Mal gucken, was hier noch gibt. Ein bisschen mehr Geld. $5 sogar. Weil das Geld einfach so rumliegt, ne? Nehmen wir mit. Alles mitnehmen, was nicht so nagelfest ist. Was ist hier drin? Okay, die Katze ist weg. Okay, können wir machen. Wir haben mal so ein paar Sachen, die wir mit dem... Oh, hier unten liegt eine Spielkonsole. Können wir mal hier ins Zimmer gehen? Ist da noch was? Sollen wir das Skateboard mit? Nee. Ich wollte mal ganz kurz gucken, ob ich noch irgendwas hier übersehen habe vielleicht. Aber ich glaube nicht. Jetzt können wir das anhören. Das ist das Intro vom... Okay, mehr gibt's nicht. Gut. So, dann gehen wir raus. Dann lass uns mal versuchen. So, können wir... Aber ich glaube, können wir jetzt bei den Typen vorbeikommen? Wir sind dann zu zweit nur. Was macht der eigentlich nichts, ne? Was ist mit dem Hund hier? Was ist denn hier hinten los? Das hier ist Mitchells Baumhaus. Wir haben die besten Merchandise-Intelligen oben drauf. Wenn du mir Weihnachtslichter bringst, lass ich dich rein. Wo kann ich die denn herbekommen? Also, nach der Logik ist ja jetzt Sommer. Du müsstest also in deinem Keller gucken oder in irgendeinem Stauraum bei euch zu Hause. Wir haben keinen Keller. Dann muss ich wohl bei anderen Leuten im Haus gucken. Da müssen wir wohl. Ich kann nichts machen. Okay, warum kommen wir also nicht rein? Wie finden wir ja noch sowas? Können wir jetzt an denen vorbeikommen hier? Hier kommen wir nicht hin. Versuchen wir nochmal. Ich habe gesehen, du hast dir Backup geholt. Du musst uns alle drei erledigen. Ist nicht zu spät. Wir haben keine Angst vor euch, ihr blöden Waschbären. Der Kleine spricht. So unhöflich. Wir müssen dir wohl eine Lektion erteilen. Okay. So, wir machen aber den. Wow. Treten. Okay, dann dreht doch mal das Kind da. Den da? Also den als erstes. Genau.
Okay, warte mal. Perfekt. Und sie macht jetzt, lass uns gleich mal wieder eine Rolle machen. Oh, Mist. Ich hab dir aufgepasst, ich hab dir aufgepasst. Okay, wie Leben habe ich noch? Nein! Ich habe gerade auch gesagt, wie Leben habe ich noch. Oh, schon bin ich K.O. Okay, warte mal. Oh, das war zu früh. Okay, dann müssen wir schon was zu essen nehmen. Dann sind wir da auch raus. Obwohl, das geht noch, ne? Ja, ist auch gut geblockt. Jetzt müssen wir den platt machen. Okay, jetzt haben wir noch einen übrig. Also den kriegen wir doch. Den müssen wir noch schaffen. Okay, wir nehmen mal ein bisschen was Lebensmäßiges. Mann, Mann, Mann. Oh Mist. Ein bisschen zu. Wie viel habe ich noch? Okay, wir müssen noch ein bisschen Leben annehmen. Ich habe nur Angst, dass ich draufgehe. Ich möchte natürlich. Okay, das war schlecht. Von dem. So, noch ein Schlag und er ist auch platt. Na komm her. Perfekt. Jetzt muss ich fragen, ob die andere aufsteht. Ja, okay, die steht auch auf. She-World, you found Short Jab on Double Attack. Victory. Sehr gut. Sehr gut. So, wir können auch ein bisschen was machen. Also ich gehe erstmal auf Stärke. Was ist denn das Skill? Ist auch nicht schlecht, ne? Hat man ein paar mehr. Aber wir machen erstmal die Stärke höher. Gut, lass mal gucken, was wir hier finden. Was hier? Kann ich durch? Kann man ins Haus reingehen? Nee, auch dicht. Okay. Da geht's zur Mabel Road, da können wir wahrscheinlich nicht zu Fuß hingehen, oder? Doch, können wir. Oh Gott, hier ist ja der Trailer Park oder was? Verschwinde, du Alien! Aber ich bin kein Alien. Falscher Alarm! Abbruch, Operation Landfall. Was ist Operation Landfall? Warte, wer bist du? Ich bin der Shansen. Oh, und du bist Mr. Dumont. Ich habe schon zu viel geredet. Nein, nein, nein. Niemand kann davon wissen. Ich bin nur ein bisschen neben der Spur. Ich habe schon viele Signale letzten Endes bekommen. Alles piept hier. Sind die Aliens? Kommen die Aliens? Wer hat dir das erzählt? Ich hab's in einem Cartoon gesehen. Die mögen Eiscreme. Eiscreme? Das ist natürlich gut, ja, sehr gut. Meinst du, sie haben einen Schwachpunkt? Wir haben immer noch eine Chance. Hey, Mr. DeMorgan, wir machen einen Film über die Aliens. Willst du mit da drin spielen? Indo-Tritation of the Masses through Moving Images? That could help our cause. Das kann uns natürlich helfen, wenn ich da mitmache. Was denkst du? Wir denken, du hast ziemlich viel Elektronik drin. Vielleicht kannst du es beim Armeefeld, beim Hauptquartier helfen. Leider würde das historisch nicht korrekt sein. Denn das hier ist meine geheime Trailerbasis. Und noch mehr wichtiger ist, mein BC-22-Volt-Transmitter ist leider kaputt. Ich glaube, es wird keiner mitkriegen.
alle kennen den BC22-Volt-Transmitter. Außer meine Ex-Frau. Aber sie ist auch egal. Ich hoffe, ich könnte das Buch BC22-Volt-Repair-Buch bekommen von einem Buchshop unten in Downtown. Aber ich kann leider nicht hier weg. Ich verpasse sonst vielleicht eventuell richtig essentielle, wichtige Kommunikation von den Aliens. Das macht Sinn. Okay, vielleicht finden wir was. Wer ist er denn hier? Du siehst ein bisschen komisch aus. Warst du mal eine Puppe? Sind wir nicht alle Puppen? Kann ich dich halten? Nettes Ding. Aber ich bin nicht für kleine Kinder. Was ist denn mit größeren Kindern? Ich bin für Puppen. Für Puppen. Ich möchte eine Armee von Puppen erzeugen. Ich habe ein paar Puppen, die du leihen kannst, wenn du willst. Du musst nur zu mir nach Hause kommen. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich rede hier geschäftlich über eine Eroberung der Welt. Kein Kinderspiel. Oh. Eigentlich war ich ein Krieger. Aber dann haben sie mich verstoßen. Dann bin ich weggelaufen mit meinen Freunden in einem geklauten Vehikel. Du musst an dich selbst glauben. Genau. An sich selbst glauben und Rache üben. Rache? Wenn du mir hilfst, meine Armee von Puppen zu machen, dann gebe ich dir diesen Schlüssel, den ich gefunden habe. Interessiert? Das sieht aus wie etwas, was ich gebrauchen könnte. Okay, oh, da sind aber Riesenratten. Da gehen wir mal nicht hin. Können wir hier hingehen? Nur ein bisschen Müll. Nur ein bisschen Müll. Also ich mag da gar nicht hochgehen, weil ich irgendwie Angst habe, dass sie mich die Ratten angreifen. Wir gehen mal kurz hier weiter. Oh, Polizisten. Hey, Kid. Sei ein bisschen vorsichtig, wenn du hier verstehst. Hier ist viel, viel Verkehr. Aber du blockierst doch die Straße. Sicher? Wir suchen einen Serienkiller. Wie sieht er denn aus? Er ist sehr verdächtig und extrem pervers. Er bringt dich um und foltert dich, ohne eine Sekunde darüber nachzudenken. Du könntest schlafen, denken, dass du sicher bist und dann bang! Das nächste, was du willst, du wachst auf in einem Käfig und er zwingt dich dazu, unaussprechliche Sachen zu machen. Wie zum Beispiel Katzenfutter essen oder zu elektronischer Musik hören, zuhören. Verrückt und wie fürchterlich. Wo wisst ihr das alles? Wir haben unsere Quellen. Und diese Straße zu blockieren, ist unser aktueller Plan. Aber wir sind gefangen in dieser Stadt mit dem Killer. Das hier sind Polizeiermittlungen. Prozedur 101. Piep, 101. Wir haben limitierte Ressourcen. Und limitierte Optionen. Wir müssen so weitermachen, bis der Killer keine Optionen mehr hat. Bis alle Kinder umgebracht worden sind? Keine Angst. Du bist sicher bei uns in der Nähe. Wir arbeiten richtig hart an dem Fall. Was trinkst du denn da? Matcha Latte. Ich hab's noch nie probiert. Es ist von dem neuen, von dem neuen Laden und in Downtown. Er heißt T-Tunes. Der Schansen. Erzähl ihm von den Ratten. Ah ja, da sind riesige Ratten da hinten. Wir können nicht zwei Fälle auf einmal lösen. Das geht nun mal nicht. Aber es ist sicher nichts, worüber du dir Gedanken machen musst. Riesenkiller-Ratten? Die machen mich schon nervös. Nehmt eure Waffen und pow pow! Wir haben keine Waffen mehr. Wir tragen keine Waffen mehr. Der Bürgermeister sagt, wir sollen es so machen wie in England. Handschellen und ein Schlagstock. Großartig. Dieser Matcha Latte ist wirklich sehr lecker. Okay. Wir können aber gegen die Ratten wahrscheinlich auch nicht kämpfen. Das hier oben sieht aus wie so ein... Was ist das nicht, ne? Nee. Sie finden hier leider nichts. Ich kann auch nicht hochgehen, weil ich glaube... So dichter ich rangehe, dann greifen die an, oder? Hier ist ja auch irgendwie so ein Schrott, was da liegt.
haben wir jetzt alles dabei eigentlich? Wir haben einen Toy-Truck und vielleicht können wir das Spielzeug auch ja dem Baby, das Baby geben. Das machen wir einfach mal. Gucken wir mal, ob das geht. Ja, man kann immer wieder gegen so ein Waschbären kämpfen. Wollen wir jetzt aber gar nicht. Aber gut zu wissen, dass man es immer wieder kann. Die Musik ist schön chillig, finde ich. Ich gebe dir diesen Laster, wenn ich das gut bekomme. Okay. Yes, jetzt haben wir eine neue Attacke bekommen. Okay, cool. Trotzdem brauchen wir noch Elektroschrott. Ich habe nie Vögel in diesem Haus gesehen. Hier kann man auch nichts mehr wegnehmen, ne? Können wir mal reingehen zu ihm? Die Überschrift steht: Die Polizisten suchen nach einem vermissten Kind. Eine komische Puppe gefunden in Billys Garage. Oma aus dem Dorf verschenkt gratis Cookies. Sollen wir es aufmachen oder nicht aufmachen? Machen wir mal. Die sind festgeschraubt. Ich brauche aber einen Schraubenzieher. Okay, haben wir dich. Eine Musicbox. Nee, wir machen es nicht an. Ich glaube, wenn wir das anmachen, dann dreht er durch. Ja, mach mal auf. Ich gucke, ob man da schon was machen kann. Ich glaube zwar nicht. Sind alle festgeschraubt, ne? Einer ist nicht festgemacht. Nehmen wir. Komm, gehen wir wieder raus. Bevor der Typ wieder kommt und schreit. Jetzt haben wir eine Puppe. Jetzt könnten wir dem Typen da hinten ja eine Puppe geben. Diesen verrückten Puppenspieler da. Der sitzt und eine Armee aufbauen will. Vielleicht reicht ihm das. Dann kriegen wir von dem auf jeden Fall einen Schlüssel. Den Schlüssel können wir bestimmt auch für irgendwas benutzen. Ist die Frage, für was? Ich habe noch kein Schloss gefunden so richtig. Guck mal. Kriegen wir nochmal einen Keks von dir eigentlich, wenn ich hingehe? Du hast schon einen Cookie bekommen. Komm wieder, wenn du... Ja, wahrscheinlich, wenn ich meinen verloren habe, ne? Krieg ich nochmal 9. Komm, wir greifen den mal an hier. Kann ich einen neuen Angriff mal probieren? Na los. Oh. Oh. Na gut. Ja, keine Ahnung. Oh, ich habe gar nicht volles Leben. Fällt mal auf. Oh. Okay. Oh, oh. Ich kann ihr wahrscheinlich gar nichts geben, oder? Doch. So. Perfekt. Mist. Mist. Ich muss leider hier nochmal was essen. Ich bin dran. Was habe ich denn da noch? Ein Punch. Wurms! Der saß aber. Das würde ich mal probieren. Ach, kann ich auch nicht. Okay, zwei Skills. Okay, machen wir erstmal den. Und machen den Platz hier. Der ist schon mal weg. Ah.
Sind noch zwei weg. Ist noch einer da, ist nicht ganz so gefährlich. Na komm her. So, das war's wohl. Wir müssen ein bisschen leben wieder. Ich glaube, wir steigen noch auf, ne? Ja. Beide sogar. Nicht schlecht. Also, ich würde mal sagen, wir machen mal den Skill ein bisschen höher. Damit wir ein bisschen mehr Punkte haben am Anfang. Und bei ihr machen wir das Gleiche. Perfekt. So, Leben haben wir gerade neu bekommen. Halt. Was hatten wir gerade vor? Was hatten wir noch kurz rum? Stimmt, wir wollten die Puppe zu diesem Viech da bringen. Das muss ja hinten längs sein. Das machen wir noch. Und dann haben wir, glaube ich, schon die erste Folge hinter uns, ne? So. Vielleicht können wir mal gegen die Puppe tauschen, gegen den Schlüssel. Ja, das hatten wir schon alles geskippt. Ja, ich habe hier eine Puppe. Pass auf. Das ist der erste Plan für meinen Rache... der Schritt für meinen Racheplan. Nachdem ich die Welt erobert habe, werde ich mich an dieses erinnern. Hoffentlich kommt die Puppe nicht zurück und macht Jagd auf mich. A storage room. A key to unlock the storage room in the repair shop. Okay. Aber wo ist der Repair Shop, ist die Frage, ne? Das ist natürlich nicht. Ist das da hinten der Repair Shop? Ich kann nichts sehen. Billys Garage, ja, das weiß ich nicht. Ich könnte so eine Ratte mal angreifen, aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Machen wir beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr, dass alles zu Englisch ist. Aber ich versuche es so gut wie möglich zu übersetzen. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.